Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost on the Shore. In der letzten Folge sind wir dann doch mit dem, wie ich eigentlich dachte, kaputten Boot weitergefahren und sind jetzt in Little Shore angekommen. Why are these islands not on here? Okay, auf der Rückseite ist nichts. Hallo? Barometer? Da habe ich dich mal. Relic must be broken, because that weather wasn't fair. Great. Out of coffee. Ja, schon was länger, nicht so wie es aussieht. You'll be bacon for more. Was? Okay, das hätte ich jetzt so überhaupt nicht übersetzt. Müssen wir noch irgendwas aus dem Schiff mitnehmen? Ich denke mal nicht, ne? Aber mich irritiert immer noch hier die Sache mit dem Hundekorb. Kind of wish you were here, Marshall. Could have gone exploring together. Okay, also der scheint noch zu leben, aber nicht dabei gewesen zu sein. Okay. Das habe ich richtig gemacht. Zurück auf Anfang. Nur ich und Marshall. Oh, der ist auch süß. Schade nur, dass der nicht dabei ist. Marshall. Das typische Bild eines Hundes. Der Hund auf dem Rücken und die Ohren weit abgestreckt. Ich kenne fast keine anderen Bilder von Hunden. So, wenn du mal runtergehen würdest. Dankeschön. Little Rogue. I'm so excited. Can you see the lodge yet? It's tucked away, up on the hill. Let's go, Joshua. My name's Josh. It's up there. The lodge, I mean. We can't get to the stairs. Don't need to. There's a servant's passageway. Those stairs were for the crowns only. Jetzt habe ich gedacht, ich gucke erstmal hier, weil der Durchgang ja hier vorne ist. Da labern die mich dann hier auch noch voll, dass der Durchgang hier vorne ist. Hier ist aber nichts, was ich mitnehmen könnte. Okay. Tür öffnen. The lodge. Like it's been waiting for me. Na Moment, da gehen wir erstmal in die Tür rein. Das ist mir hier gerade alles zu viel. Don't worry. Cordelia kept a spare key somewhere. We'll find it. Okay. Also merken, hier ist noch eine Tür. Archie's. I like it here. This is the perfect place for a beer. Or a bloody smoke. Of course, I no longer have either. I can barely remember what they taste like. Gosh, a drink of any kind would be heaven right now. To make my brain stop for just like a minute. Make me feel normal, because you never shut it. Thank you. I should go back to the lodge. Go through those ledges again. There's got to be something in there. That tart Cordelia, she was hiding something. Ugh, so much for shutting it. No, I don't like her, and neither did you. Are you sure she doesn't have some brandy hidden away? Or some of that whiskey you keep talking about? Oh, that's a good idea. Thanks. Is there anyone who does like Cordelia Crown? You don't say. But the point is that this was Archie's place. The gardener. Der Gärtner. So. Bin mir jetzt nicht sicher, wer die beiden hier sind. Ich denke mal, das könnte Archie sein. Ist da auch das? Nee, das ist nur das. Irgendwas hat sie vorhin noch notiert oder so, aber das kann man anscheinend jetzt nicht angucken. Was ist das? Such bizarre little creatures. I don't know if I'm charmed or appalled.
Okay. Hier sind auch nochmal welche. So, this was a servant's trail? Yes, that's where we walked. The lodge and everything else up there. That was their world. And this was your world. The life of a servant. I took Nora in that boat. Doesn't mean I was their servant. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke schon, dass er irgendwie der Diener war oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Is this here where you lived? Little Rogue? It feels familiar, but it wasn't my home. Okay. So. Die Frage ist, wir müssen da hinten weiter, ne? Hier kommen wir jetzt nirgendwo hin, denke ich mal, genau. Ich frage mich echt, wie die da zum Leuchtturm gekommen sind. Sind die da immer mit einem Bötchen rüber oder was? Da muss ja auch irgendjemand gearbeitet haben. Wo laufen wir denn jetzt hier eigentlich? Such a strange atmosphere here. Don't you feel it? What are you talking about? It's great out here. I forgot you love every beach you see. What can I say? The waves must have cast a spell over me. Eerie, I say. Especially the water down there. I don't like this place one bit. Don't worry, I've got you. Okay, noch eine neue Skizze. Wie die Leute barfuß hier runterkamen. Na gut. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Das sieht aus, als ob da auch schon mal Disteln oder sowas vielleicht zwischen sein könnten, aber die typische 0815-Statue. Ja, der Weg ist wahrscheinlich zu, ne? Wir müssen wahrscheinlich so oder so andersrum gehen. Ja, dachte ich mir schon. Ist aber auch nicht schlimm. Is that Beatrice there? What is she doing here? Let's go talk to her. I have to admit she frightens me a little too. It's like she doesn't feel anything. Always glowering over us like that. She's just rock hard, is all. Sometimes you need to be. Tja, so ganz ohne ist die auf jeden Fall nicht. Irgendwas verbirgt die. Aber die Frage ist halt was, ne? Und warum steht hier mitten im Wasser? Beatrice? Oh, hello, Riley. That is your name, if I remember correctly. Yes, that's my name. Did you get rid of that ghost of yours yet? We're working on it. So very hard. Shh, not now. I'm talking to Beatrice. I see you found your way to Little Rogue. Yes. I really want to find the lodge. That's very clever. You will find answers there. Can I ask you something personal? By all means. Why do you not trust my ghost? I cannot see him. I cannot sense him. That is unusual. And it feels wrong. I think I'm here to help him. You probably should. No other way to get rid of him. How can you be so sure? Because I never wanted to leave either. I used to come to this very same beach. With my father, I think. I'd play here while he'd go up and talk to Archie. I don't know what they talked about. But they'd be up there for hours. If they'd stocked up on enough whiskey. I have lost so many. I still miss the ones I loved most. And the ones that hurt me the worst. I cannot leave them. You're the last one, Beatrice. I know that. They've all been gone for so long.
I forgot their names. And yet, you do not want to go. I do not. You never know. They might come back. You may leave me now. I will find you again. And she's gone. Why does she keep doing that? Ja, sie wird mich wieder finden. Das ist doch toll. War das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? Ich schaue nochmal hier vorne. Aber ich glaube, da ist soweit nichts, oder? Nee. Ich habe zumindest jetzt nichts gesehen, dass hier irgendwo noch so eine Dose lag oder ähnliches. Oha. Was haben wir denn hier? Und davon macht sie keine Skizze? Okay. Ja, sowas wie, wir waren einmal im Wasser, wir waren, ich habe nur Meerjungfrauen gerade im Kopf, wir waren Robben. Dann haben wir unsere Haut quasi abgelegt und sind zu Menschen geworden und haben an Land getanzt. Dann haben wir die Haut wieder angezogen und sind zu komischen Fischen geworden. Koi-Fische oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Oder kann ich jetzt endlich eine Skizze machen? Wow, Josh, look at those wall paintings. Selkies. I remember that story. I told it to Margot. Margot? Tell me about her. She was just a girl who hung about on the islands. She felt lost to me. Okay, da! Da ist noch was. Hey, Diary. Today is not a good day. It's a sad day. There's so much death here. So many tears. I can feel them all. Josh told me about this cave. A legend. About Silkies coming on shore and hiding their skins here. Then they dance on the beach over there. I've done that. I love dancing, especially on the beach. Or at the fun tree. How I wish I could put on my seal skin and glide into the ocean. Sink beneath the waves and let the cold salt water wash away his voice. And that sadness. Such sadness. I can't breathe. I can't breathe. Josh, please. Just let me go. Just let me go. I don't know what to... Then don't say anything. Dann wissen wir also jetzt, wer die Frau ist. Definitiv. Ja, da hinten ist noch ein Baum. Ich darf mich mal wieder nicht umsehen. Toll. Da wäre ich nämlich jetzt als letztes hingegangen. Please stay. You may want to come down from that tree, Miss Crine. It's unsafe. Oh, but this is a solid branch. Why don't you come see for yourself? It's a new world from here. Miss Crine? Yes. I'm glad you stayed. That's awfully nice of you to say so. And I'm glad too. We're friends. I wouldn't call it that. She was just being nice. Ein. I wanted to see the world differently. I want that. Knowing this can't go on forever. What do you mean? I wish I could see your face. Riley. Don't mind me. I'm being silly. Ja, ja. Sie hat sich da ein klein wenig verliebt, würde ich sagen.
Kommen wir da ran? Nee, ne? Aber es ist auch nicht am Leuchten. Da sind Scherben drumherum. Okay. Wir sind von links gekommen, oder? Weil ich wollte da oben, glaube ich, was angucken. Aber hier liegt scheinbar nichts dazwischen. Ja, von hier sind wir... Moment. Nee. Wir sind von links gekommen. Oh, warum sprintet die jetzt nicht mehr? Komm, Riley, lauf! Ich will hier nicht total langsam rum. So, hier wollte ich nämlich noch mal kurz gucken, ob hier irgendwo noch was liegt. Weil wir durften ja jetzt leider nicht gucken, seit wir aus der Höhle raus sind. Nee, aber hier liegt offenbar nichts mehr. Okay. Dann, was ich mir schon fast gedacht hatte, aber dann können wir den Weg noch mal komplett zurückgehen oder schleichen, wie in diesem Fall. Und sind dann auch bald an der Hütte, so wie ich das sehe. Komm, Riley, so eng ist es hier nicht. Da ist auch nichts. Aber überall Mohnblumen hier, ne? Ich bin nicht sicher, was unser nächster Move might be. Wir heading for the big house, right? Yes, but what's the deal with Archie? Archie has a deal? Did you hear anything Beatrice said? He was friends with her father. That's right. They shared their whiskey on that little patio. And don't you think it's strange that she's still hovering around here? So am I. Yes, and we're trying to fix that. You want to explore why she's stuck? I do. You can't save us all, dear. Maybe I'm just trying to save myself. Hm. Erstmal gucken, auf was wir denn noch für Geheimnisse hier stoßen werden. Da ist aber nichts, was ich jetzt hier... Komm mal da durch? Ja. So, this is Nora's house. Her mother's. Cordelia Crown. But that's her window, up there. I remember her climbing out to go down to her tree. Rausklettern, um auf Bäume zu klettern. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. Fangen wir erstmal klein draußen an, falls da überhaupt irgendwas ist. Wonach es nicht aussieht. Okay. Gucken wir nochmal hier vorne in der Ecke, ob da noch irgendwas liegt. Nein. You want to climb up? You're reading my mind. I don't need to. Ja, ich wollte ja nur mal gucken. Oder kann ich das jetzt, nachdem er das gefragt hat? Oh ja, ich kann es jetzt. Okay. Aber ich bleibe trotzdem mal eben hier draußen. Das ist wahrscheinlich der Weg, wo wir eben unten nicht hochkamen, ne? Riley, we need to see what's up there. In the lodge. It's where Nora used to live. Before she moved out. Ja, ist ja gut. Ich will trotzdem hier mal ein bisschen rumgucken vorher. Da kommen wir wahrscheinlich gleich weiter. Warum müssen überall diese indischen Köpfe so halb im Wasser und so versunken sein? Okay. Ja, schon ein cooles Haus, muss ich sagen, ne? The main entrance. The only one Cordelia ever used. And she made very sure no servant ever did. November 10th, 1943. My sweet little elfins. I'm sitting on old Cordelia Crown's porch. Or what's left of it.
She's been dead for a century now. Still, she makes me so mad. I wish I could yell, kick, and scream. The Crowns were so corrupt. And Cordelia Crown took her family for granted. She treated them so shabbily. But I suppose I treat you girls the same, don't I? I didn't value you enough to come home. I tell myself that I can't. That I'm afraid to see your shiny faces. That I have too much blood on my hands. But what if it's a lie? What if I am just like Cordelia Crown? Carrie hates such talk. She tells me I'm too hard on myself. That we all survive and do the best we can. But I don't know. When you make mistakes, you must pay your debts. And I can never make up for all my sins. But I did some good once upon a time. I helped create you. Oh, I've gone down the morose path again, didn't I? I shall sign off and leave you to happier thoughts. Your loving father. He knew. He knew what she did. We've got to pull our weight. Figure it out for ourselves. Tja. Kann man hier noch irgendwas machen? Ein Schlüssel. To the boathouse. Told you. Sehr schön. Dann nehmen wir den natürlich mit. Aber wir werden erstmal hier weitermachen. Und ich hoffe, ich denke da noch dran, dass wir noch zum Bootshaus müssen. Gefunden. Der Schlüssel zum Dachboden des Bootshauses. So muss es sein, oder? Wir werden es schon bald wissen. That's her parents. Okay. The wedding. But she wasn't even born yet. That's how she must have imagined it. Vermutlich. Pixie war ein tapferes Mädchen. Sie klammerte sich an das Geflüster von Worten, die nie gesprochen wurden. Nora hatte nie eine solche Hochzeit. Die Entscheidung für ein Leben mit ihm war der Beginn von etwas Neuem. Aber es war kein Märchen. Dad. She wrote to him. But he wasn't here anymore. He chose not to be with her. Naja, nicht ganz, ne? Liebster Papa, die Leute sagen, du kommst nicht mehr nach Hause. Aber ich glaube ihnen nicht. Mama sagt, wir müssen uns mit dem abfinden, dass du weg bist. Aber sie ist jeden Tag auf der Klippe und schaut nach dir. Ich habe Tick auf Wache gestellt. Er wacht am Ufer, während ich bei Frau Jessup bin, damit wir dich nicht verpassen. Tick und ich halten jeden Tag und jede Nacht nach dir Ausschau. Ich weiß nicht, warum du fortgehen musstest. Ich habe Angst, dass du meinetwegen gegangen bist. Mama sagt, es sei nicht so, aber ich glaube, ich war es. Wenn du nach Hause kommst, werde ich das allerbeste Mädchen der Welt sein. Mama tut so, als ob sie glücklich wäre, aber ich weiß, dass sie traurig um dich ist, Papa. Bitte komm nach Hause. Ich könnte dir vorlesen und all die schönen Sachen zeigen, die ich auf unserer Insel gefunden habe. Tick und ich werden am Ufer warten. Ich vermisse dich sehr, Papa. In Liebe, Pixie. Das ist schon, ja. Allein die Vorstellung, dass man jemanden liebt, der das nicht erwidert. Ich bin froh, dass sie von so vielen umgeben war, die sie schätzten. Das Mädchen hatte keine Angst. Ja, der das nicht erwidert, ich weiß nicht. Ich meine, man merkt es ja schon an den ganzen Briefen, die er geschrieben hat. Das Problem ist halt, er hat sie nie abgeschickt, ne? I never understood backgammon. Pixie hat ihre Welt zum Leuchten gebracht. Das war sicher so. Sie liebt ihr Enkelkind, so viel ist klar. Da ist was drin. Cordelia was in charge, obviously.
Aber übersetzen lassen darf ich das nicht, damit wir wissen, was das ist. Irgendwelche Produkte. Keine Ahnung. Ich kann die Handschrift nicht so gut lesen. Ist doch das gleiche Ding, was draußen auch ist, oder? 18.01.21. Ist das jetzt ein Code oder ist das jetzt... Ist das ein Code? Six figures. Must be. Jetzt hat es weggenommen, aber 18.01.21. Also, ja. Ich habe mir das auf jeden Fall mal vorsichtshalber aufgeschrieben. Ich wollte nämlich gerade noch gesagt haben, wenn ich solche Zahlen sehe, schreibe ich mir das immer auf, weil es meistens ein Code ist in solchen Spielen. Da hat es nochmal reingeschrieben, okay. Cordelia war niemand, der plötzliche Veränderungen vornimmt. Sie vertraute nur sich selbst, behielt ihre Geheimnisse für sich. Okay. Ach, hier ist ein Safe. Ist das? About the smuggling, yes. No way. Cordelia was involved? Okay. Her journal. In the safe? Must have been real private. Aber das dürfen wir lesen. 23. Oktober 1820. Es wird kälter. Ich habe Archibald gebeten, alle Kamine im Haus anzufachen. Trotzdem spüre ich die Kälte in meinen Knochen. Ich glaube, selbst der Teufel würde in dieser trostlosen Zeit frieren. Ich möchte Nora mit nach Hause nehmen, zumindest über den Winter. Das ist nicht der richtige Ort für ein Neugeborenes. Natürlich will sie das nicht. Das starkköpfige Mädchen ist überzeugt, dass dies ihr Zuhause ist. Unglaublich, dass sie nach allem, was Mr. Crown und ich für sie getan haben, glaubt, dieser Ort sei besser als unser Zuhause auf dem Festland. Sie weiß nicht das Geringste darüber, wie es ist, auf einer Kate zu leben. Hä? Sie ist zu töricht, das ist es. Ihr Kopf ist voll von verrückten romantischen Vorstellungen, von Spaziergängen in der Natur. Ich gebe Wordsworth und Coleridge die Schuld. Ich hätte sie nie diese dummen Gedichte lesen lassen sollen. Ach so, das waren diese beiden Namen, wovon die eben gesprochen hatten, ne? Zugegeben, ich mag auch abenteuerliche Spaziergänge. Nora und ich haben das immer gemacht, als wir hier ankamen. Aber ich sehe nicht die Notwendigkeit, dort draußen wie eine verwilderte Frau zu leben. Ich habe ihr gesagt, dass ich das nicht zulassen werde, dass ich immerhin ihre Mutter bin. Aber sie wird nicht mehr tun, was ich ihr sage. Und das alles nur wegen dieses bösen Inselsöhnchens. Okay. Sumpfabschaum. Wir hätten ihn nie in den Gärten arbeiten lassen dürfen. Aha. Glaubt sie, ich wüsste nicht, dass er jeden Tag durch ihr Fenster klettert? Ich werde das nicht mehr zulassen. Ich werde meine Mutter nicht an diese Ruginseln verlieren. Meine Tochter, nicht meine Mutter. Achso, Moment, war da nicht noch was? Ne, da sind nur die beiden Sachen drin. Okay. Ich glaube, sie war einsam, als sie dieses Stück ihrer neu gewonnenen Freizeit nutzte und sich auf dem Weg hierher machte, dachte sie, dass sie eine neue Saat aufgehen sehen würde. Sie hätte nie gedacht, dass sie dabei ihre Tochter verlieren würde, wenn sie doch nur hätte sehen können, dass niemand von uns jemals wirklich allein ist. She wrote to Pixie. I'm telling you, Cordelia knows more than she lets on. Ja. Meine Allersüßeste, es ist mit großer Trauer verbunden, durchgestrichen. Ich schreibe diesen Brief mit einem schweren, aufgewühlten Herz. Die Worte fallen mir nicht leicht, aber ich muss sie trotzdem sagen. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, verstehst, du siehst, erfährst. Hat sie sich dann doch zu entschieden? Also ich lese jetzt mal nur das vor, was im Endeffekt drin ist. Ich möchte, dass du die Wahrheit über das unselige Verschwinden deines Vaters erfährst. Weißt, was passiert ist, plagt mich sehr und dass ich werde immer bedauern, was ich... Okay. Wie sagt man seiner Enkelin, dass ihr Vater nie wieder zurückkommen wird und dass sie aufhören soll zu suchen? Ja, nicht mit Halbsätzen, so viel ist klar. Okay, noch habe ich nicht vergessen, dass wir nach oben müssen und noch habe ich nicht vergessen, dass wir wieder zum Bootshaus zurück müssen.
She confuses me. What she wrote in her journal? She seemed so vulnerable. Like she was struggling. With her conscience. If she ever had one. Let's just figure out what Cordelia Crown was all about, yeah? Ja, wir folgen den Spuren. The captain braved the dark waters of the seven seas. What's that? That's the baby. What is she doing in there? Fluttering around like a pixie. She's putting up a fight, that's what. She's fighting off sea monsters in there. I don't have sea monsters in there. Our girl's braving the deep, dark waters. You don't know it's a girl. I do too. Fierce as a tiger, Captain Pixie will sail the seven seas. Swoosh! She'll brave storms, slay sea monsters. You idiot. Oh no. Mother, quick, the window. I'll be back tomorrow. I'm her father. How? It can't be true. I'm the bastard that abandoned them. It's not true. It can't be. And I'm going to prove it. Das klang jetzt aber eher so, als ob er ihr Liebhaber ist und nicht ihr Vater. Okay. What did she want with this? A skull is not going to prove anything. No, but it's fascinating. Like an exploration of life. Or death. Ja, in dem Fall wohl eher Letzteres. Ich kann verstehen, warum es ihr da draußen so gut gefallen hat. Obwohl es jetzt Frühling ist, stelle ich mir vor, wie diese Gegend mit einem Schleier aus Schnee bedeckt ist. Ich kann mir vorstellen, wie ich die schlammverschmierten Stiefel in der Eingangshalle ausgezogen werden. Und ich sehe, wie die Klippen die Küsten vor zerstörerischen Winden schützen. She wanted nothing more than a home for the three of us. I was building her a house. Linden Breeze on Big Rogue. Zuhause ist überall dort, wo ich mit dir zusammen bin. Sie hatte keine Angst daran zu glauben, obwohl es mich schauderte, wenn ich daran denke, dass sie niemals das Glück finden wird, von dem sie dachte, dass sie es bekommen würde. Ich bewundere ihre Stärke, ihre Zuversicht. Ja, sollen wir hier auch rausklettern? Wir können rausklettern. Okay, aber wir gehen erstmal hier das Buch anschauen. Ich war Norris. Sie liebte jedes kleine Ding über die Rogues. Sie wäre auf der Beach, looking for unusual shells. Or rocks in bright colors. Steine in bunten Farben, okay. Das Muschelalmer eins der Küsten der nördlichen Länder mit Abbildung und Beschreibung zur Identifizierung von mehr als 500 Muscheln. Ach du Schande. Okay. Puppenhaus? I made this. I made this for my daughter. Das ist das Versprechen, das er ihnen gegeben hat. Josh hätte nie einen Rückzieher gemacht. Er wollte ihr ein Vater sein. Doch da ist noch was. Her Journal. Let's see what she wrote about you. 15. Oktober 1820. Der Herbst ist endlich wieder da. Das ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Ich könnte stundenlang in diesen erdigen, süßen Wind tanzen und die braunen und roten Blätter um mich herum wirbeln lassen. Mutter will das natürlich nicht. Aber das Leben auf den Inseln ist wie ein Traum. Es gibt so viele wunderbare Dinge zu entdecken. Die unzähligen Schätze am Strand, der Anblick der bunten Schiffe, die Anlegenden, die Sonne, die in den frühen Morgenstunden unter den Wellen hervorlugt. Dinge, die ich nur aus meinen Märchenbüchern kannte. Dieser Ort ist so anders als das Festland. Hier kann ich mich wirklich zu Hause fühlen. Apropos zu Hause.
Unser Haus am Strand ist fast fertig. Josh hat wirklich hart und lange gearbeitet. Schon bald wird er nicht mehr durch mein Schlafzimmerfenster klettern müssen. Das wird eine Erlösung sein. Ich weiß nicht, wie lange wir Mutter noch was vormachen können. Sie lässt sich selten etwas vormachen, also muss ich es wissen. Ich bin erstaunt, dass sie ihn nicht wieder aus genau diesem Fenster gestoßen hat. Ich bin sicher, das würde sie gerne tun. Nur noch ein paar Wochen, dann können wir aufbrechen und den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen. Nora. Sie blieben stark. Obwohl Cordelia nicht damit einverstanden war, ging sie ihren Weg weiter. Sie verließ ihre Mutter und wurde die, die sie sein wollte. Ich denke, das habe ich auch getan, dass ich meine Wahrheit annehme. Ja, ich würde sagen, dass wir hier durch sind und tatsächlich mal runterklettern. Die Frage ist, mich würde mal interessieren, ich muss mal kurz was ausprobieren, ob es irgendeine Errungenschaft dafür gibt, aber vielleicht, wenn es die gibt, vielleicht ist die jetzt auch im Eimer, hier hoch zu klettern. Nee, anscheinend nicht. Okay, dann können wir wieder runtergehen. Ja, ich bin so ein kleiner Errungenschaftsjäger. Ich gebe es ja zu. Kann ich auch nichts für. Jetzt müssen wir... Nee, Moment, wir sind hier hochgekommen irgendwo, ne? Wo wir jetzt nicht mehr hoch können, oder was? Och nee, ist das euer Ernst jetzt? Okay. Another vision. What if I don't like what I see? The rogues are no place for a child. You have to think of her. I only think of her. And this is where she belongs. The rogues are her home. Why? Because of that boy. That boy is my husband. Enough. I'm your mother, and I say we are going back to the mainland. Beatrice is my grandchild, and she will have a proper education. You will do as I say. Now, why would I do that? Beatrice is Pixie. Beatrice? Oh my God, that's it! That's why you're still here! Because of my daughter. We have to go tell her that you are her father. Ja, aber wo ist sie? Und ich würde gerne noch mal zurückgehen zum Bootshaus. Josh, look! That's her. Come on, we need to find her. I think she went down to the beach. Zu welchem Strand? Wie gesagt, ich würde gerne noch mal zurück zum Bootshaus gehen. Da können wir da jetzt runter oder nicht? Did you see her? She went down the stairs. Ja, solange ich sie nur nicht finde, bevor ich da beim Bootshaus durch war, ist alles gut. Ich befürchte, da unten, okay. Ich würde aber gerne oben auch noch mal gucken. Es tut mir leid, aber... I don't know, Josh. I'm just going through the motions. It's the wrong motions. Nein. I need to tell Beatrice I'm her father. I know that. I told you as much. Oh, Leute. Ey, erst gibt ihr mir hier den Schlüssel und jetzt darf ich da noch nicht mal rein, oder was? Ich habe Angst, dass dann das alles hier zu Ende ist. Oh, das sind echt Idioten, ganz ehrlich. Ich will mich oben rechts nochmal umsehen und ich will wissen, was da drin ist. Hallo, redest du mit mir? We need to talk to you. You mean you and that ghost of yours? My ghost has news for you. Remember what you told us on the beach? I know why you keep going round in circles. You can speak now, Josh. Josh? Your ghost is called Josh? Pixie. Oh my God. Dad? Yes. It is me. I'm your dad.
Was I nothing to you? You were everything. Then what did I do to make you leave? You didn't do anything, honey. I don't know what happened. All I know is I was standing outside, trying to look in and see you, wishing I could be there with you, willing you to see me standing there. Why couldn't I see you? Not even after I lived. You could have come find me. Why did you give up? I lost my heart. And soon I started to lose my mind. Until there was nothing left. I've been looking for you. I know. I couldn't find you. You have. You have found me. I don't think I'm ready to say goodbye to you. Nothing ever really ends. We both know that. I'll see you soon, Dad. Ja, ich wollte gerade sagen, löst sie sich nicht auf oder so? I don't understand. Why are you still here? We were wrong. It's not about my daughter. Do you remember what she said back at White Sand? That her father used to go up to Archie's to talk. You think that was me? You're her father, aren't you? Right. You want to go to Archie's attic? I disagree. We need to get to the Dark Rogue. Find Callum. We can go after. The tide is pulling back. We'll be stranded if we don't leave now. But the attic... I really feel we need to see it. We have to go now, or it'll be too late. No, I'm gonna dig around at Archie's. What is this for? It's an altar. For the fairies. Many believe they protected us when we had to go into the marshes. And that after death, we could join them. Okay. Wie wir alle muss auf der Suche nach Antworten gewesen sein. Hat er sie bei den Feen gefunden? Haben sie es ihm gesagt, dass alles gut wird? Archie. Nein, nicht noch ein Bericht. Register Nummer 19. Es geht wieder um Archie. Butzos. Merkmale 1,68. Statur schlank, turnt, weiß, blass. Haare weiß, ungekämmt. Augen braun dunkel, Form des Gesichts schmal lang. Bemerkenswerte oder außergewöhnliche Merkmale, voller weißer Bart, wettergegerbtes Gesicht. Art der begangenen Straftat, Verurteilung wegen Trunkenheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Aus dem Etablissement die schwarze Glocke verbannt. Ermittlungsbeamter, Hilfspolizist Dylan Sprouse. Beurteilung. Aufgrund seines ungebührlichen Verhaltens gegenüber den Gästen der Schwarzen Glocke ist Archibald O'Sullivan der Zutritt zu den Räumlichkeiten nicht mehr gestattet. Sollte der Täter versuchen, auf dem Gelände des eingetragenen Gasthauses Alkohol oder andere alkoholische Substanzen zu erwerben, sind die Behörden zu benachrichtigen, damit das Gesetz durchgesetzt werden kann. Eieiei. Is that about me? What is this? This is ridiculous. Mermaids? Das sieht ein bisschen aus wie die Zeitschrift ach, wie hieß das? Nicht Monkey Island, das andere Spiel. Mit den Aliens. Ich komme gerade nicht drauf. Das hieß, glaube ich, auch irgendwas mit Gazette. Die Rug-Gazette. Sonntag, 17. Dezember 1820. Das Schicksal des wilden Compton. In der Nacht des 16. November verschwand Josh Compton spurlos und ließ Nora Crown am Boden zerstört zurück. Seeleute bestätigen, dass sie gesehen haben, wie Sirenen Compton in der Nähe von Villains Rock in die dunklen Wellen zogen. Doch die Constables Wilford und Sprouse vermuten, dass er von der Schmugglerbande von Dark Group ermordet wurde. Oder hat Compton
wie Mrs. Cordelia Crown behauptet, seine Frau und sein ungeborenes Kind für eine Liebhaberin auf dem Festland verlassen. Nummer 1, ertränkt von verführerischen Sirenen. Nummer 2, ermordet von Schurken der Dark Rooks. Nummer 3, verheerende Trennung von Nora Brown. Wo sind die 3 da drin? Achso, das hier, okay. Okay. Rückseite kann man aber nicht lesen. Sie wussten von seinem Verschwinden. Jemand muss etwas gesehen haben. Irgendjemand muss doch etwas wissen. Vielleicht werden wir die Wahrheit nie erfahren. Aber ich möchte zumindest eine halbwegs plausible Antwort finden. Oh, what's this? A shitload of money. Or at least it was back in the day. Können wir das nicht mitnehmen? Vielleicht ist das ja heute wieder was wert. Okay. Oh, er hat hier rumgeschreinert. He drank a lot. Tja. Überall diese Flaschen, ne? Archie, du hättest das Richtige tun sollen, aber was hast du getan? Warum hat er das Geld nicht ausgegeben? Schnaps war nicht billig zu haben und ich weiß, dass er seinen Weg mehr als alles andere wollte. Hat er das Leben eines Einsiedlers geführt? Und wenn ja, warum? Archie war nicht für ein Leben in der Einsamkeit bestimmt. Und was hat er gemacht? Haben wir denn jetzt hier alles gefunden? Ich will jetzt nicht zu lange hier bleiben. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auf Zeit läuft. Ach, das ist hier unten drunter gewesen. Ach so. Die können wir uns jetzt nicht angucken, hier die Briefe. Oder sind das die Sachen, die wir eben gelesen hatten? Plakat hatten wir schon. Aber warum kann ich das nochmal anklicken? Na gut. I'm glad we have a clearer picture of Archie now, but I expected to find more about you. I think be- No. Why are you even surprised? I warned you, didn't I? But will you ever listen to me? No. Now what do I do? I think you owe me an apology. I'm too angry to apologize, okay? Now, tell me what to do. You're asking me? That's a Dear Diary moment. Yes, yes, just how do I get to the Dark Rogue? Across the tidal causeway. Follow the lighthouse. Ja, das heißt was? Muss ich jetzt zu Fuß gehen? Ach so, nee, hier komme ich nicht rum, ne? Oder war der Gezeitenweg jetzt unten? Och, bleib doch einmal nicht an solchen Ecken hängen hier. Look, I let you explore Archie's. You let me. But now it's time to go to the Dark Rogue. No need ja, versuche ich gerade. Oh, Leute, lasst mich doch mal so rumlaufen, wie ich laufen will. Aber nein, man wird gezwungen, dahin zu gehen, wo man eigentlich gar nicht weiterkam. Na gut, jetzt ist das Wasser weg. Ich weiß nicht, ob man jetzt da rüberkommt. Ach, da ist eine Brücke. Okay. Ich will aber trotzdem nach oben. See that lighthouse? Is there a path? Yes. Oh, nee, hier. Stay close. Ich möchte mich aber hinten noch mal eben umsehen. Ja, natürlich komme ich jetzt hier nicht weiter. Oh. Mann, wenn da jetzt irgendwas so eine Ecke gewesen ist, wo ich nicht war, ne, dann raste ich innerlich aus, ganz ehrlich. Weil wir sind hinten nicht runtergegangen und nichts. Weil wir das nicht mehr konnten, weil wir ja zwangsläufig nach hier mussten. Ich denke mal, hier im Wasser hat keiner was. Let's talk about what we find at Archie's. That money. Yeah, I know. What did he want it for? Why did he never use it? I have absolutely no clue. Aber was angespült wurde hier auch nicht, oder? There's this sense of calm, draped like a veil over all of this. The flats. That's what we called them. I don't know why I have not been out here more often.
these last years. It's so peaceful. Better than yoga. I shouldn't have lost my temper back there. You shouldn't have. But you were right. I was? I should have, I don't know, protected you somehow. Really? I'm not sure you noticed, but I am an independent young woman. I know you think you don't need me. I didn't say that. We'll start at the Black Bell. Hier gibt's erstmal einen kleinen Cut und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.